Anderle, Bastelzeit. Heute mal wieder so ein bisschen klassischerem Thema. Und zwar, ja, Radio. Das gute alte FM, AM, Broadcast-Zeugs, was irgendwie jeder kann. Aber im Endeffekt wahrscheinlich heute die wenigsten nur noch hören. Ja, ich habe da so einen Bausatz gefunden, der klang interessant. Also gucken wir doch heute mal. Das hier ist ein Radio. Oder zumindest die Einzelteile davon. CF210SP steht drauf. Wir sehen hier, wenn wir von hier gucken, schon ein FM-TV, was auch immer TV heißt, AM-2-Band-Radio. Und wir können hier hinten einstellen zwischen FM-TV und AM. Okay, wir haben ein Gehäuse. Irgendwo sind bestimmt auch Platinen da drin. Wir sehen auch schon Schrauben hier rausfallen an diversen Stellen. Na, ob die gleich noch alle da sind. Mal gucken. Also, werfen wir mal einen Blick ins Innere, was wir kriegen. Ich sehe schon hier sogar ein Batteriefach dabei. Also offensichtlich für Batterien gedacht. Ich habe die Antenne gefunden. So. Hui, doch ein bisschen was drin. Es sollten 3 Schrauben sein. Ich schätze, die haben wir jetzt nicht mehr. Na gut, wird schon irgendwie schief gehen. Wir haben diesen wunderschönen Aufkleber. Really. Panasonic. Ich habe da so eine Idee, wen sie nachmachen wollten. Modell 210SP, das hatten wir auch hier schon gesehen. Ansonsten ein Circuitboard, einseitig wie es aussieht, und eine Anleitung. Ist die nur in Chinesisch oder kriegen wir beide Sprachen? Lasst mal schauen. Hopp. Nein, nur in Chinesisch. Okay. Wir haben auf jeden Fall einen kompletten Schaltplan. Das Ganze basiert auf einem IC, den 9088er, plus ein 8222. Der hier dürfte wahrscheinlich irgendein Verstärker sein, einfach weil er direkt hier am Ausgang ist. Wir sehen, das Ding ist auch komplett mit Features voll. Denn, naja, nicht nur, dass wir hier unseren Empfänger haben, sondern wir haben etwas, was heute ja nur noch in Premium-Geräten vorhanden ist, nämlich eine Kopfhörerbuchse. Was wir auch sehen können, das Ding ist wahrscheinlich Mono, denn wir haben hier nur einen einzigen Kanal, wie es aussieht. Hier gehen ja nur 2 Drähte raus. Also ein Mono-Empfänger. Okay, ansonsten viel kann ich nicht lesen. Zwischen 7, 6 und 108 MHz. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das ist, glaube ich, nicht die in Europa genutzte Frequenz, oder? Also 108, ja, aber ich glaube, wir gehen nicht bis 7, 6 runter. Bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das eine gute Sache ist. Na gut, wir haben eine komplette Liste mit allen Bauteilen. Und ja, das sieht nach einer Menge aus, was wir löten können. Naja, gut. Hier drin, naja, da sind unsere Bauteile. Und da ist auch noch eine Schraube. Also zwei von drei habe ich, aber die sind auch unterschiedlich. Die Antenne, der Lautsprecher ist hier drin. Der ist aber noch nicht fest. Okay, der ist nicht fest. Halber Watt Lautsprecher zum Festkleben hier. Und ja, jede Menge Bauteile. Okay. Das hier oben ist dann die Anzeige. Oh, die müssen wir uns auch komplett selber zusammenbauen. Das wird interessant. Das ist Mechanik. Und auf der Unterseite haben wir einen Batteriehalter. Really? Ein Batteriehalter für 2 AA-Batterien, der aber auch als Bausatz ausgeführt ist. Selbst die Batteriekontakte muss man selber einlegen. Und es sind tatsächlich 4 Schrauben, die hier sein sollten. Ich sehe eine. Naja, muss halten. Das ist halt das Problem, wenn da Löcher in der Tüte sind. Na gut, ich glaube, das Teil hier brauchen wir nicht. Das Teil hier ist später. Und ja, schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Im Notfall müssen wir halt Google Translate oder Ähnliches anschmeißen, um uns die Anleitung... Wow, ich raube. Um uns die Anleitung da mal herzuoperieren. Man sieht auf jeden Fall schon, dass hier ist eher an Fortgeschrittene wahrscheinlich gedacht. Also so, wenn man schon weiß, wie die Bauteile aussehen und was man da zu erwarten hat. Denn wir haben keinerlei Beschriftung hier drauf, was was ist. Wir haben einfach nur eine Tüte mit, da, friss. Oh, noch mehr Schrauben. Okay, jetzt sind wir schon bei 3. Ich will jetzt nicht sagen, das ist suboptimal gebaut hier, aber... Oh, really? Wieso muss jetzt noch unsere eigene Antenne wickeln, oder was? Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass ja. Puh. Okay, das hier kann ich zuordnen. Das ist
Der Batteriekontakt zum Verbinden, der kommt hier hinten hin. Minus ist links oben, das heißt so rum. Dann haben wir zumindest schon mal ein Bauteil da, wo es hin soll. Yay! Die anderen Batteriekontakte haben wir auch hier. Oh. Da ist einfach nur offen. Okay, das wird dann wahrscheinlich auf die Platine gelötet. Okay, sortieren wir mal. Wir haben Batteriekontakte. Wir haben jede Menge Schrauben. Wir haben ein paar Elkos. Drähte. Antennen. So. Mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Eine Kopfhörerbuchse. Das hier gehört wahrscheinlich noch zu einer Antenne. Elkos. Die kleinen wahrscheinlich irgendwie zur Soundkopplung. Was auch immer das hier ist. Das könnte Lautstärke-Poti oder sowas sein. Dann haben wir den hier. Das ist wahrscheinlich ein Trimkondensator, um die Kanäle einzustellen. Ja. Widerstände. Kabel. Jede Menge Kerkos. Oh, noch eine Spule. Okay, ich glaube, wir haben die Kondensatorhülle gefunden. Uff, das ist eine Menge, was da reinkommt. Glücklicherweise ist zumindest mal ein Teil hier drauf beschrieben. Das ist doch schon mal etwas. Sogar beidseitig. Also hier kommt der Kopfhörerausgang hin. So viel können wir schon mal sagen. Mit dem Kopfhörerausgang da müsste dann eigentlich die Batteriekontakte hier sein. Ah, never mind. Da sind zwei Laschen für die Batteriekontakte. Dann gucken wir mal, wie die da reingehören. Wir brauchen oben die Feder, unten die Nicht-Feder. Dann machen wir das mal da rein. Oben die Feder. Ich denke mal hier so, dass hier oben diese Metalllasche zum Löten da ist. Unten die Nicht-Feder. Okay, die müssen wir eventuell gleich nochmal rausholen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn hier der Plastik ist, das hier drin dran zu löten. Das geht wahrscheinlich schief. Okay, dann wäre das Mysterium schon mal geklärt. Hier kommt unsere... Der kommt hier durch, kann das sein? Nee, der kommt nicht da durch, das passt nicht. Der Versuch war es wert. Na, mal gucken. Hier an der Seite die zwei zum Einstellen. Okay, das ist alles beschrieben. 104, 104, 104. Das heißt, wir können die auf jeden Fall auch schon mal zuordnen. Die großen auch. Wunderschön. 28, 22 ist der IC dann wahrscheinlich hier. Der kleine ist unser Empfänger. Das heißt, wir haben sogar hier SMD. Boah. Okay. Ja, im Prinzip ist alles hier beschrieben. Das ist gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch glatt mal an. Und zwar mit SMD. Denn SMD zu löten ist halt immer so das Nervige. Zumindest ist es das Kleinste. Nervig würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Wenn es einmal drauf hat, dann geht das. Und SMD zu lernen ist jetzt nicht so schwer. Also gehen wir mal auf die Suche. Wo ist mein Lötkolben? Da steht er. Und sind wir heute mal vorbildlich? Jo, ich glaube schon. Wir löten dann mal bleifrei. Einfach weniger, weil es bleifrei ist, sondern weil ich bleifrei gerade in der kleinsten Größe da habe. So. Strom an. Fein. Dann schauen wir erstmal, was wir hier machen müssen. Also, wir sehen hier unser Footprint und wir sehen diese Halbrundung. Und wenn wir jetzt mal unser Ding hier holen, da haben wir keine Halbrundung, aber einen Punkt. Der gehört auf dieselbe Seite. Das ist dann, um Pin 1 zu markieren. Gut. Soweit, so gut. Dann können wir im Prinzip schon mal hier loslegen. Gerade hier versuchen, ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Was ich jetzt mache, ist einfach mal einen von diesen Kontaktflächen mit ein bisschen Lötzinn benetzen, dass wir da was drauf haben. Und dann holen wir uns einfach mal eine Pinzette, schieben das Ding dahin, wo es hin soll. So, ein bisschen zielen. Nochmal heiß machen die Stelle, loslassen und gut. Wenn wir jetzt gucken, der ist jetzt schon halbwegs fest, kann nicht mehr ganz so viel hin und her rutschen. Das sieht gut aus. Jetzt nochmal kontrollieren, passt die Position, yep, passt. Geht hier, wie ihr seht, auch relativ gut mit dem Auge. Ich habe zwar auch Mikroskop und so da, aber für hier sowas reicht auch das hier. Ich merke gerade, es fließt nicht so berauschend. Das heißt, wir brauchen unsere Wunderwaffe. Also wir brauchen es nicht. Aber
Was immer gut ist zum Löten, ist Flussmittel. Flussmittel zu bekommen geht über zwei Arten. Zum einen, in Lötzinn ist meistens Flussmittel drin. Das heißt also, wenn man frisches Lötzinn hinzufügt, dann geht das Ganze auch besser. Bei hier sowas ist das aber natürlich nicht so dolle, weil je mehr Lötzinn wir dazufügen, desto nerviger wird es, das Ganze irgendwie unterzubekommen, weil zu viel Lötzinn ist halt auch nicht gut. Alternativ kann man das Flussmittel auch einzeln kaufen, in so kleinen Spritzen. Und wenn ich die mal hier finden würde, dann machen wir davon auch ein bisschen was drauf. Okay, so, ich habe jetzt mal ein bisschen rumsortiert, habe die ganzen Kondensatoren, die unterschiedlichen, hier mal in Reihe hingelegt. Plus den großen Haufen 104er, also 100 Nanofarad, Entkoppelkondensatoren. Habe die Widerstände auch mal sortiert, zumindest mal nach dem, wie es in der Liste vorkommt. Und habe hier auch mal abgehakt, was ich gefunden habe und was nicht. Es gibt ein paar Bauteile, die mir fehlen. Und zwar zum Beispiel hier der 103er Kondensator. Der fehlt, aber auch ein IC. Ich sehe den aber auch nirgendwo auf dem Board hier. Also ich habe die dumpfe Befürchtung, dass das nur so mäßig stimmt, hier die Liste, dass die eventuell für mehrere Modelle ist oder so. Keine Ahnung. Aber wir wissen jetzt schon mal grob, wie, wo, was. Das heißt, wir können jetzt im Prinzip arbeiten. Nochmal gerade zur Zuordnung. Zum einen die Kondensatoren, da steht's drauf. Hier sehen wir zum Beispiel, wo ist es? Hier 5P. Wenn wir hier gucken, hier ist, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da ist eine 5 drauf, hier ist eine 82 drauf. Wir gucken 82P. Die sind also direkt so beschriftet. Bei den Widerständen muss man farblich durchgehen. Da gibt es so Farbtabellen und zum Beispiel haben wir hier der hier, das ist ein 10 Kiloohm. Das heißt, die braun ist eine 1, schwarz ist eine 0 und orange ist der Multiplier. Das heißt, wie viele Nullen kommen dahinter noch? Naja, wir haben schon 10, das heißt, das orange ist eine 3. Heißt 3 Nullen hinterher, 10 Kiloohm und sure enough, hier haben wir irgendwo unsere 10 Kiloohm stehen. R6 in dem Fall. Gut, jetzt wo wir das haben, können wir uns im Prinzip mal dran versuchen, die irgendwie hier drauf zu bappen. Und dann fangen wir doch einfach mal an. Bei 4,7 Ohm sind die ersten, die ich gefunden habe. Da haben wir schon mal einen. Und daneben auch? Ja. Würde ich fast sagen. Haben wir hier noch eine Beschriftung? Nur so mäßig. Das ist im Prinzip dasselbe, was auch auf dem Bestückungsdruck ist. Ja, wird schon schief gehen. Das heißt, wir machen einmal hier den Widerstand hin. Und wir sehen auch schon, oh, das ist eine sehr knappe Sache. Also da ist nicht viel Platz zu manövrieren, wie es aussieht. Das macht man eigentlich nicht, weil das ein bisschen knapp ist. Der andere 4,7er wird hochkant gestellt. Den mache ich dann gleich. Das ist jetzt der Moment, wo ich dann selbst konstruierte Schaltungen bevorzuge, weil da habe ich ein schönes iBOM, also am PC, da ist er doch, am PC ein Ding, wo ich einfach gucken kann, wo das Zeug hingehört. Der zeigt mir direkt die Position an und das macht es dann deutlich einfacher. Hierbei im Übrigen gibt es keine Richtung bei den Widerständen, das heißt ja, im Prinzip kann man sie so rum reinmachen, wie man will. Ich mache es bei mir üblicherweise so, dass Gold unten ist. Jetzt hier, weil ich eben andersrum angefangen habe, dass Gold oben ist. Hauptsache, sie sind alle in eine Richtung. Dann ist, wenn man mal doch was falsch macht, die Fehlersuche einfacher. So, das heißt, wir machen hier und das, was ich jetzt mache, ist die, nennen wir es mal die Bastler-Methode. Das heißt, ich hole den Lötkolben, mache den dran, warte eine Sekunde, gebe Lötzinn zu, warte bis das es geschmolzen ist, warte noch eine Sekunde und mache weg. So, kann man so tun. Danach kann man die Beinchen abschneiden, ist offiziell nicht die schöne Methode. Wenn man es richtig sauber machen möchte, muss man zwei Sachen beachten, die anders sein müssen. Zum einen, man sollte vorher abschneiden und dann löten, denn naja, das Abschneiden ist eine mechanische Belastung der Lötstelle und das soll man eigentlich vermeiden. Und das zweite, was man auch anders machen möchte, ist dann gegebenenfalls da beim Lötzinn ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt irgendwas geholt. Normalerweise sollte man immer das holen, was auch das Board hat. Hier bin ich mir nicht sicher, was das für eine Beschichtung ist. Die sieht so komisch golden aus. Das könnte irgendeine organische Beschichtung sein. Da ist es nicht ganz so problematisch. Aber viele Boards heute sind Hassel. Hot Air Surface Leveling. Das heißt also, die haben Lötzinn drauf
Ihr möchtet nicht verbleites Lötzinn und bleifreies Lötzinn mischen. Das kann da zu Problemen führen. Hier in dem Fall, wie gesagt, es ist ein Bastelding. Da ist es nicht ganz so tragisch, was wir hier tun. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch nie eine Schaltung gesehen, wo das dann wirklich in der Praxis ein Problem ausgelöst hätte. Aber es sind halt so Sachen, da weiß man, okay, das kann Probleme machen. Und entsprechend möchte man das eventuell vermeiden, wenn es wirklich Dinge sind, wo es kritisch ist. Also gerade medizinische Geräte oder irgendwas, wo wirklich Leben dranhängen. Da geht man dann im Zweifelsfall lieber den Weg und macht es dann halt so, wie es unbequem ist. Wo man aber weiß, okay, damit verhindere ich aber eine mögliche Schadstelle, die sich da eventuell ergeben könnte, wenn ich das anders mache. Was für mich dann einfacher ist, aber halt materialtechnisch nicht so berauschend ist. So, nachdem wir die hier alle dran haben, muss ich wahrscheinlich erstmal auf die Jagd gehen, wo mein Dings hin ist. Meine Schneidding, Seitenschneider. Ja, ich glaube, wir müssen es erstmal dran lassen. Na gut, was haben wir noch, was Dünnes? Hier die LED können wir noch reinmachen. LED, langes Beinchen ist Plus. Plus kommt vom Pfeil weg, das heißt, so rum kommt das hier rein. Zack, hier mit dem Beinchen müssen wir nicht aufpassen, habe ich eben schon geguckt. Das Beinchen vom Transistor und die LED sind ohnehin verbunden, von daher nicht so tragisch. Jetzt merke ich gerade, ich kriege es nicht weiter reingesteckt. Ist die Frage, muss ich es überhaupt? Guckt die irgendwo raus, die LED? Wo ist das Gehäuse? Ich würde sagen, ja. Ja, die LED guckt wo raus. Dann sollten wir die eventuell doch anders machen. Dann sollte die nämlich möglichst lang genug sein, dass wir die da oben in dieses Ding da reinbekommen. Okay, dann sollten wir die hier so anlöten. Gut, dann machen wir das aber später. Dann machen wir das später, weil das ist definitiv dann ein hohes Bauteil. Okay. Good to know, good to know. So, ja, im Prinzip können wir dann die hochstehenden noch machen. 4,7. Und was man da meistens macht ist, wenn ihr hier guckt, hier haben wir das 4,7 stehen und beim linken oder unteren ist ein Kreis. Das heißt, wir biegen den hier rum und setzen das Ding, das Beinchen, wo das, der Widerstand selber drauf ist, da wo der Kreis ist, hin. Das andere daneben. Dann steht er hier so da hoch. So hochstehende Kondensatoren versuche ich eigentlich eher zu vermeiden. Aber hier ist es halt so vorgesehen, also machen wir das auch so. So, was haben wir noch? Das können wir im Prinzip loslegen mit unseren ganzen Kondensatoren. Dann schauen wir mal, wo ist der... was war der erste 5 Picofarad? Warum auch immer man da einen Kondensator einsetzt. Das ist ja fast... die Toleranz größer als der der Kondensator da, 5P, wäre hier. Zack, rein damit. Nächster, 25. Als nächstes haben wir dann noch die Spulen. Da muss man mal gucken, da ist einmal aufgedruckt 7T5 und 8T5. Und auch wenn sie beide ungefähr gleich aussehen, naja, einer hat 7 Umdrehungen, also 7-mal gewickelt, die andere 8-mal, also die 8 Wicklungen hat bei der 8 und die mit 7 bei der 7. Klingt nach dem Plan. Als nächstes dann die Elkos, die muss man ein bisschen aufpassen. Die sind zwar auch beschriftet, welcher Wert wohin gehört. Wir müssen aber aufpassen, dass der weiße Streifen, der auf dem Elko aufgedruckt ist, unten auf der schraffierten Fläche rauskommt. Das heißt also, da wo gestrichelt ist, da gehört die weiße Fläche hin. Last but not least dann die großen Sachen. Das heißt also der Schiebeschalter nach oben, der Lautstärkeregler in den Halbkreis unten rechts. Der fehlende IC für die Ausgangsverstärkung und dann last but not least das Trim-Poti.
Bis auf das Trim-Poti passt alles nur in eine Richtung. Beim Poti, nicht Trim-Poti, pardon, Trim-Kondensator ist es ja. Bei dem habe ich auch nichts gefunden. Ich habe beide Richtungen ausprobiert, hat anscheinend keinen wirklichen Unterschied gemacht. Also ich schätze, es ist egal, wie rum. Bisschen nervig ist dann die Antenne. Die gehört hier in diesen Plastikhalter mit dem Ferritstab und darüber gehört die Spule. Das ist die AM-Antenne. Problem bei mir, der Ferritstab, der war zu groß. Ich habe die Spule nicht drüber bekommen. Das heißt also, ja, ich habe es probiert irgendwie mit Gewalt, aber ja, hat nicht so gut funktioniert. Die Spule hat ein bisschen was abbekommen. Am Ende bin ich hingegangen, habe mit der Zange einfach den Ferritstab ein bisschen kleiner geschnitten, dass das funktioniert. Die Antenne selber, die gehört dann auf der Unterseite angelötet, wo AM steht. Ich habe es jetzt oben lang gemacht. Offiziell soll man es auf der Unterseite der Platine routen. Wirklich einen Unterschied macht es nicht, außer dass hier so halt die Gefahr besteht, dass beim Zusammenbau vom Gehäuse das irgendwie eingeklemmt werden könnte an der Seite. Aber nee, ich denke, das passt schon so. Und was wir noch machen müssen, hier an der einen Stelle, da ist noch eine Drahtbrücke J. Da kann man einfach ein Beinchen von irgendeinem abgeschnittenen Widerstand oder so holen, das da reinlöten. Das ist einfach nur eine Verbindung zwischen zwei Punkten. So, prinzipiell alles verlötet, bis auf die LED. Die haben wir ja noch offen. Die können wir mal gucken. Der lange war zum Rand. Dann schauen wir mal, ob wir die auch irgendwie auf die richtige Höhe reinkriegen. Das wird jetzt natürlich eher problematisch. Und ja, danach kommt wahrscheinlich der etwas ungemütlichere Teil. Da muss nämlich noch die Mechanik zusammengebaut werden, die entsprechend dann die Senderanzeige macht. Das klingt jetzt dann nur so mäßig einfach. Aber hey, irgendwie funktioniert am Ende ja alles. Von daher kriegen wir bei Sicherheit auch das hin. Und was ich gerade sehe, die Drähte müssen natürlich auch noch dran. Wir haben interessanterweise ein paar mehr. Achso, ja, Lautsprecher. Das macht Sinn, den Lautsprecher brauchen wir auch noch. Erstmal, wo war sie? Die LED hier dran. Wie gesagt, normalerweise sollte man die Beinchen vorher abschneiden, aber hinterher macht nicht so viel aus jetzt hier in der Situation und ist deutlich angenehmer zu benutzen. So, ja, der Schalter, da ist glaube ich relativ klar, dass der einfach nur drauf gesteckt wird. Das ist jetzt nicht so das große Problem. Und auch der Lautstärkeregler, ich meine, hier ist so ein, ja, abgeflachtes Ding, das kann man einfach hier draufsetzen. Ich habe schon gesehen, eben der Lautstärkeregler, ich glaube, der wird nicht ganz funktionieren, denn, wenn wir mal gucken, den kann ich hier draufsetzen und kann drehen. Das funktioniert auch. Ich merke auch, dass sich das Poti unten drunter dreht. Aber ich kann jeweils bis zum Anschlag drehen und da geht es nicht weiter. Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Und das kommt mir seltsam vor, denn wenn wir mal gucken, wir haben hier irgendwas Gefedertes. Ich würde fast sagen, dass das hier ein Ausschalter ist. Ihr kennt das vielleicht von manchen Geräten, dass die so am Ende so einen Klick haben, wo es ausgeschaltet wird. Und wenn man einschaltet, klickt es wieder und geht dann rein. Das klappt hier nicht. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das eigentlich hätte gehen sollen und dass da einfach irgendwas kaputt ist. Ich habe allerdings auch nichts gesehen, dass man da irgendwas anders machen kann. Ich meine, wir haben es definitiv richtig rum eingebaut und es sieht jetzt auch nicht so aus, ob wir da irgendwas beschädigt hätten. Von daher, ja, keine Ahnung, was der Unfug soll. Und beim anderen haben wir ja das Ding hier. Der kommt so dahin und irgendwie, ich schätze, der hier kommt hier so da rein, irgendwie, dass der hier oben rausguckt und wenn wir dann hier drehen, dann wickelt er sich quasi auf und ja, das macht dann so die Anzeige oben drin. Das ist spannend. Mal gucken, wie lange das hält, aber es sieht jetzt auf jeden Fall nicht so aus, als ob man es gar nicht hinbekommt. Beide hier müssen festgeschraubt werden, das heißt, ich gehe jetzt mal auf die Suche, ob ich meine Schrauben nochmal alle finde. Irgendwo habe ich sie hingelegt. Ja, und ich fürchte, ich muss jetzt nicht nochmal separat erwähnen, was mir natürlich in Richtung Boden abhanden gekommen ist. Yep, ich durfte die Schrauben erstmal wieder suchen gehen, aber ich hoffe, ich habe sie alle. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Einfachen an, nämlich dem Regler hier für die Lautstärke. Da ist nicht viel zu sagen. Draufsetzen, gucken, dass man unten drin mit ein bisschen Gefühl die flachen Stellen erwischt hat, dass der flach aufliegt und dann eine von den dünnen Schrauben da rein.
dann wäre das Thema schon mal durch. Die andere Sache ist allerdings ein bisschen komplizierter. So, erstmal den hier festmachen, gucken, jo, dreht sich. Wir wissen, dass der hier drauf kommt und wir wissen, dass das Gehäuse hier drüber kommt und wir wissen, dass das so rum am Ende hier drauf sitzt. Das heißt, der hier muss im Prinzip ja so rum hier sitzen. Okay, der kommt dann von hier unten hier durchgefädelt, sodass wir hier, ne, das müsste aber gehen, so, dass wir hier die Anzeige haben. Das heißt, der sitzt hier, hier, das heißt so rum. Okay, wir machen also den hier da drauf, auch wieder so, dass die flachen Stellen unten eingerastet sind und dann den hier so da rein, dass der hier oben rausguckt und frei ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil da ist auch nur hier so eine Schraube mit einem extrem dünnen Köpfchen. Ich hoffe einfach mal, dass das Plastik stabil genug ist, dass das hält. Normal müsste es aber. Ja, sieht gut aus. Es drückt sich nicht durch, darf man nicht zu fest anziehen, aber da haben wir unsere Verstellung drin. Okay. Sieht eigentlich alles soweit erstmal ganz gut aus. Was noch fehlt ist die Spannungsversorgung. Da haben wir hier GB- und GB+, also Minus Plus für die Batterie. Dann haben wir SP, Speaker hier und hier. Muss man ein bisschen aufpassen, weil SP steht hier. Es könnte verleiten dazu, hier hin zu löten. Aber wenn wir mal gucken, das ist mit dem hier verbunden. Das heißt hier, das, wo der Kreis angedeutet ist, ist das, was wir brauchen. Und was mich jetzt noch ein bisschen wundert, da Antenne. Die müsste man natürlich auch noch irgendwie festmachen. Da war ja sowas dabei. Nur ich sehe hier beim besten Willen nichts, wo diese Antenne dann rauskommen soll. Ja, der kommt ja hier so rein. Das heißt, die Antenne, oh, die ist hier vorne in der Ecke. Oh, da ist nichts. Da ist auf der Oberseite jedenfalls nichts, wo eine Antenne hingehört. Wo ist die andere Seite? Haben wir da was? Wenn wir hier schauen, die sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Und welche Seite ist wo? Das Batteriefach da in die Richtung. Das heißt, das kommt so hin. Das heißt, hier wäre unsere Antenne. Ja, 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 okay. Die Antenne ist hier unten drunter. Ich sehe es schon. Dann haben wir zwar ein Drähtchen anscheinend zu wenig, weil ich glaube, ich hatte nur vier hier dabei. Aber, ja. Das ist fein. Ein bisschen Draht finde ich im Zweifelsfall dann auch hier. Gut. Ja. Machen wir erstmal die hier dran. GB Plus und GB Minus. Den hier können wir auch eigentlich schon mal einfädeln. Auf die andere Seite vom Board müssen wir nicht mehr. Das heißt, den mal versuchen ein bisschen zu biegen. Dass der da drüber kommt. Jo, ist drin. Dann so darüber. Den hier nochmal abmachen. Na komm. So. Der sitzt hier richtig drauf. Da haben wir auch unsere Anzeige. Und wenn ich jetzt hier drehe. Jep. Wunderschön. Unsere Kanalanzeige. Wenn auch sehr rudimentär. Aber sie funktioniert. Gut. Die LED ist aber nicht da, wo sie hingehört. Wo ist meine LED gelandet? Oh. Jetzt. Jetzt haben wir auch die LED hier. Fein. Machen wir... Oh, vier hätten es sogar eigentlich sein sollen. Naja, die Hälfte der Schrauben tut es auch. Oder wie war das? Es sind ohnehin ja, Plastik in... also Schrauben direkt ins Plastik rein. Ich bin mir nicht so sicher, wie haltbar das am Ende ist. Wobei, Moment mal, ist da nicht sogar... Oh, das ist eine Schraube, die von draußen draufgesetzt wird. Die kommt von außen drauf, die kommt von außen drauf. Das heißt, hier können wir eine hinschrauben. Dann habe ich, denke ich, alles, was ich brauche, wieder zusammen. Eine kurze Schraube für hier unten, drei lange Schrauben für hier durchs Gehäuse und eine...
Wo wir mal gucken müssen, da muss irgendwie ja noch die Antenne rein. Aber wir können ja schon mal gucken, ob das hier dann passt am Schluss. Das sieht doch gut aus. Ja. Fein, fein, fein. Dann gucken wir mal wegen dem Lautsprecher. Das war der hier. Bisschen reindrücken. Ich denke, Friction Fit reicht hier. Und dann brauchen wir Kabel von da nach hier. Gut, Lautsprecher ist dann schon mal dran. Mal gucken, aber ich denke, das biegt sich schon ein bisschen auf Seite am Schluss. Denn hier muss ja am Ende noch das Batteriefach irgendwie mit rein. Aber so tief geht es nicht, wenn wir uns mal angucken, wie hoch die Batteriekontakte sitzen. Haben wir noch zwei Kabel für die Batterieanschlüsse. Das wäre der hier für Minus, der hier für Plus. Und dann machen wir einfach mal gelb als... Ah, Moment. Haha, hier ist noch ein schwarzes. Sehr schön, sehr schön. So, schwarz gibt Minus. Wo ist unser GB Minus? Ja. Okay, ja. Das ist ausreichend. Das kriegen wir hin. Ja. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass nicht zu lange warm machen. Wie gesagt, normal lötet man das vorher dran. Ich benutze faul jetzt. Das Problem ist, dass hier das Plastik darunter wahrscheinlich ja, relativ schnell schmilzt. Ja, riecht gut. So, und dann noch der Plus. Dann holen wir mal den roten. Okay, dann haben wir last but not least die FM-Antenne, die dann irgendwie nach unten aus dem Gehäuse rausgehen muss am Schluss. Da ist hier so eine Öffnung, da können wir das durchmanövrieren. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo die Antenne rumfliegt. Das ist der Rest vom Gehäuse, weil den sollten wir dann auch noch festmachen. Okay, die Antenne ist dann auch so ein bisschen Endgegner. Prinzipiell, wir wissen mit relativ guter Genauigkeit, dass die hier hingehört. Das heißt also da. Der hier geht also dadurch rein. Hier unten haben wir auch noch zwei Dinge, die das so seitlich festhalten. Und da haben wir ein Loch, da wird das Ganze dann festgeschraubt mit hier dieser Schraube hier. Und in der Antenne ist ein Gewinde reingeschnitten. Das heißt also von außen geht es da rein. Aber wenn wir uns das hier angucken... Und mal hier drüber halten so ein bisschen oder optisch gucken, das ist, stimmt nicht mit diesem Antennenanschluss überein. Das heißt also, es wird nicht durch die Schraube irgendwie in Kontakt hergestellt und ich habe meine ganzen Lötbeinchen hier im Lautsprecher. Toll. Heißt für uns dann aber auch, dass wir tatsächlich mit dem Draht arbeiten müssen. Was nicht so cool ist, weil es ist an der Antenne nichts vorgesehen, um den Draht anzulöten. Das heißt, ja... Da müssen wir wohl aufs nackte Metall und das ist nicht so einfach. Also ich meine, ja, es geht, aber es macht mit Sicherheit keinen Spaß. Insbesondere ist das nichts für Leute, die einen etwas schwächeren Lötkolben haben. Weil man muss im Prinzip die ganze Antenne auf genügend Temperatur bringen, dass das Ganze dann wirklich den Lötzinn annimmt. Und da braucht man schon ein bisschen Dampf dahinter. Also versuchen wir uns mal. Machen wir erstmal hier ein bisschen Flussmittel drauf. Ups. Ich vergaß. Da war ja was mit Druck und so. Das ist jetzt definitiv zu viel, aber egal. Und ich mach's mal ein bisschen länger, dann kann ich hier was draufstellen. Na komm. So. Dürfte jetzt nicht mehr so groß wegrollen, hoffe ich. Naja. Und dann kommen wir zum unschönen Teil. Hitze an. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, hier Lötzinn drauf zu kriegen. Bisschen Lötzinn erstmal auf die Spitze. Und los geht's. Vorsicht, das wird jetzt ein bisschen rauchig. Absaugung anlassen und so. Und wir sehen, es kommt noch nicht viel. Jetzt hat er es gepackt. Das sieht gut aus.
Dann machen wir mal unser Drähtchen da dran. Ist das jetzt eigentlich richtig rum? Eigentlich ist es egal. Eigentlich müssen wir es sogar anlöten, erst wenn es im Gehäuse ist, weil sonst kriege ich den Draht nicht dadurch. Verdammt. Wenn wir es im Gehäuse anlöten, haben wir wieder das Problem, dass wir uns das Plastik anlöten. Wie warm ist er? Es geht. Man hätte natürlich auch, hier ist eine Schraube, die rausschrauben können, sodass man nur diese Metallplatte gehabt hätte. Das wäre wahrscheinlich auch noch eine sinnvolle Idee gewesen. Nee, nachher und so. Immer schlauer. So, prinzipiell, ja, das geht schon mal da rein. Gucken wir mal, ob wir sie auch festgeschraubt bekommen hier. Ich glaube, sie hat gepackt. Da haben wir es durchgeschraubt. Wunderschön. Das heißt, unsere Antenne ist jetzt da, wo sie hin sollte. Kann jetzt auch eingeklappt werden hier. Fein. Und dann können wir sie ausklappen und ausziehen, aber wir können sie nicht hochstellen, weil da das Gehäuse drüber ist. Naja, gut. Egal. Wir wollten jetzt hier unten etwas anlöten. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen in diesem Loch hier unten. So, okay. Wir haben unsere Verbindung. Nicht schön, aber ich hoffe, das reicht. Das Ganze jetzt noch an den Antennenkonnektor. Dann gucken wir mal, wie kaputt jetzt das ist. Nicht, dass ich von meinen Beinchen da, von den abgeschnittenen, was in den Lautsprecher tatsächlich am Ende gebohrt hat. Wobei auch dann, ich glaube nicht, dass der Ton hier von dem Ding so gut ist, dass das nennenswerten Unterschied macht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber im Prinzip haben wir jetzt hier unser Radio. Okay, können wir jetzt auch noch das Gehäuse zumachen. Ja, müsste gehen. Hier hinten den Kopfhöreranschluss durchfriemeln. Das Kabel soll aber nach innen. Kriegen wir das irgendwie runter gedrückt. So. Und da haben wir einen Clip. Zack. Definitiv falsch zu, aber zu. Ja. Da ist von der Gehäuseherstellung noch Plastik an Stellen, wo es nicht hingehört. Kein Wunder, dass das nicht ganz so funktioniert hat. Probieren wir das nochmal. Da. Okay. Okay, 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 okay. Alles zu. Ach so, der wird so hingestellt. Dann ist sogar die Antenne oben. Verstehe. Gut. Ach, verdammt. Nee, Moment. Der wird von vorne draufgesetzt. Okay. Das heißt, der geht auch. Können wir im Prinzip die Schrauben reinhauen und gut ist. Im Prinzip sind wir dann fertig und müssten jetzt hier ein funktionierendes Radio haben. Also Aufkleber natürlich noch drauf. Wow. Pinasonic mit dem Power hier oben und dies und das und, na komm, wo geht's denn ab? Moment, das, oh, eine Schutzfolie sogar drauf. Boah, Premium hier, Premium. Absolut kein Plastikbomber, das ist wirklich hier das, die Top-Ware, die ihr finden könnt. Also jetzt allgemein mal davon abgesehen, dass alles, was ich baue, ja Top-Ware ist oder so. So. Fein. Und die wichtige Sache, Achtung. Gut. Wir sollten jetzt hier bei 100 irgendwas Sender haben. Und ich glaube, ich werde auch mal gerade mein Labornetzteil holen und das damit versorgen, für den Fall, dass irgendwas schief geht. Dass wir nicht Unlimited Power hier reinmachen. So. Also schauen wir mal, was brauchen wir. Wir haben zwei Batterien, also 3 Volt. 3,3, ja, geht in die richtige Richtung. Ein paar Drähte dran. Und dann sagen wir mal, keine Ahnung, wie viel sagen wir denn mal? Sagen wir irgendwie mal so 20, 30 mA. Erstmal gucken, was passiert. Also Spannung vielleicht nicht 3,3, sondern 3,0. Close enough. Und dann halten wir es einfach mal hier dran. Wenn ich das andere Ende von dem Kabel finde. So, kurzer Check hier. Kurzschluss. Yep, limitiert. Und was müssen wir machen? Wir müssen den Minus an die Feder. Den Plus an die Nichtfeder. Okay, er zieht Strom. Okay, die Power-LED ist an.
drehen wir mal hoch. Das klingt gut. Schauen wir mal, ob wir was... Achso, wir sind auf AM, machen wir mal FM. Ja. Okay, die Spannung bricht ein. Geben wir mal ein bisschen mehr Saft drauf. 0,2 Watt! Oh mein Gott. So, mal gucken, ob ich einen Sender reinkriege. Natürlich nur temporär zum Testen hier. Okay, egal wie ich mich anstelle, weder auf AM noch auf FM kriege ich einen Sender rein. AM hätte ich auch vermutet. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt noch groß Sender gibt. Aber FM, das hätte gehen sollen. Also hier gibt es Radiosender. Das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann, ich halte ja hier Strom mit meinem Finger fest. Mein Finger ist an meinem Körper und mein Körper ist im Zweifelsfall irgendwie in Richtung Ground oder ein großer Kondensator. Also eventuell macht der da ein bisschen Stress. Holen wir doch einfach mal ein paar Batterien und versuchen es damit. Vielleicht geht es dann besser, dass wir da eventuell den Circuit nicht so stören. So, Strom ist an und gehen wir noch auf Suche. Es ist im Übrigen so, dass hier das Ding wirklich eine extrem hakelige Einstellung hat. Also ihr seht ja allein 100 bis 108, was das für ein kleiner Bereich ist und das wackelt und ruckelt und nichts tut sich. Also, ehrlich gesagt macht das Ding bei mir gerade so ein bisschen gemischte Gefühle. Einerseits hätte ich das gerne gesehen so als wirkliches Einsteigerset, sodass Leute, die löten lernen wollen, sich mit Elektronik beschäftigen wollen, auch was bauen können, was wirklich einen Praxisnutzen hat. Denn ja, ein Radio funktioniert halt heute noch. Aber, das ist halt nur Theorie, wenn es leider da zumindest bei mir in der Praxis nicht funktioniert hat. Also prinzipiell, es ist ein Set, was ein fertiges Produkt macht, sogar mit Gehäuse und allem. Die Anleitung würde ich sogar positiv bewerten, denn sie ist zwar tatsächlich nur auf Chinesisch da, aber hier ist wirklich alles drin erklärt. Wir haben hier eine Sektion zu FM, wo dann erklärt wird, okay, FM wird von diesem Chip hier dekodiert. Dann gibt es hier entsprechende Spulen, die das Signal aufbereiten, Koppelkondensatoren, die Zwischenfrequenz ist 70 kHz, die dann nochmal irgendwie über einen Kondensator irgendwo drauf gemacht wird. Also das ist schon ja auch das, was ich mir eigentlich bei Bausätzen für Einsteiger erwarte, dass tatsächlich dann auch erklärt wird, wie funktioniert das Ganze. Dasselbe nochmal mit AM. Wir haben eine komplette Schematic mit dabei, dass man auch da drauf gucken kann und hier unten eine Aufbauanleitung, wo auch ein paar Dinge erklärt werden, die ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel ja, die Leitungen für den Lautsprecher. Da ist eine kleine Aussparung, da soll man die bitte durchmachen, sodass das Batteriefach die nicht einklemmt und solche Sachen. Wie gesagt, wäre natürlich sinnvoll, wenn das Ganze mindestens mal auf Englisch, besser vielleicht sogar noch in anderen Sprachen verfügbar wäre. Aber naja, die heutigen Translation-Dienste sind ja schon ganz gut. Und ja, auch sonst. Also es ist eine ausführliche Anleitung, doch kann ich nichts gegen sagen. Und man kann es auch durchaus recht einfach zusammenbauen, nur das hilft halt nichts, wenn kein Sender am Schluss rauskommt. Und das ist aktuell eben mein Problem. Ich habe mal nachgeguckt, also so was ich auf Anhieb gesehen habe, sieht alles okay aus. Ich gehe mal davon aus, es kann nicht viel sein, vielleicht irgendwie ein Kondensator, der nicht ganz 100% den richtigen Wert hat. Eventuell, dass die Spulen ein bisschen zu weit zusammengedrückt sind oder so. Aber ja, das ist leider nicht wirklich beschrieben. Es ist zwar beschrieben, dass man die Spulen irgendwie ziehen und drücken kann, um das ein bisschen in die richtige Richtung zu drücken. Aber ja, ohne zumindest einen Anhaltspunkt zu haben in Form von irgendeinem Sender, ist das halt schwierig. Ansonsten, was ich noch rausgefunden habe, wofür die hier TV schreiben, da geht es darum, dass der mit der Frequenz so runtergehen kann, dass da auch in einigen Ländern die analogen Fernsehkanäle, die terrestrisch ausgestrahlt werden, sind. Da kann man davon den Ton hören. In Deutschland ist das nicht mehr der Fall. Die Frequenzen werden nicht mehr für irgendwelche Broadcast-Sachen genutzt, die für Radio oder Ähnliches hier im normalen FM-Bereich gedacht sind. Das heißt, die sind für uns im Prinzip unnütz. Was dann natürlich ärgerlich ist, wenn dann nur noch hier oben der kleine Bereich bleibt und man entsprechend fein dann einstellen muss, was nicht so einfach ist. Naja, wie gesagt, ein bisschen schade, dass es nicht funktioniert hat. Wäre ein schönes Ding gewesen für Einsteiger, ein schönes Beispiel dafür, dass man mit einem Chip und ein paar Komponenten außenrum auch komplexe Dinge relativ einfach erledigen kann.
Mal gucken, ich nehme es irgendwann bestimmt mal mit, wenn ich irgendwie einen Ausflug mache in Richtung von einem Sender. Und dann nochmal vor Ort gucken, ob man da vielleicht was reinkriegt. Aber hier so ist leider die Empfangsleistung nicht so, dass es in der Praxis genutzt werden kann. Oder anders gesagt, auch wenn es schön aussieht und vielversprechend war, am Ende tut es leider, zumindest hier bei mir, nicht das, was es sollte.